herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach dem Unentschieden gegen Erzgebirge Aue. Bei mir ist der Matze, ich bin der Robert. Ja, Matze, bist du zufrieden mit dem Punkt? Ich kann es nicht einordnen. Also Boiler-Alarm, wir waren vielleicht während der Übertragung nicht immer mit der ein oder anderen Entscheidung des Unparteiischen zufrieden. Vor dem Spiel hätte ich den Punkt, ähnlich wie du, wir haben uns darüber unterhalten, definitiv unterschrieben. Dann aber hatte man doch die Hoffnung auf mehr. Und es war aber ein hochemotionales Spiel, das wir heute erlebt haben. Ich weiß nicht, mit über 20 Ecken. Es hätte in beide Richtungen einschlagen können binnen von Sekunden. Man hat ständig das Gefühl gehabt, jetzt passiert gleich ein Tor. Und am Schluss steht es 0-0. Aber wir gehen es jetzt mal schrittweise durch. Ja, eigentlich ist die erste Großchance erst in der 31. Minute gefallen davor. Aber finde ich auch ein illustres Spiel, immer hin und her. Aue hätte, du hast es ein bisschen kritischer gesehen als ich, aber Aue hätte die zwei größeren Chancen gehabt, hätte Bräunig nicht beides Mal mit einem Monster-Grätsche ums Arschlecken gerettet. Und das vorwegzunehmen zum Fazit, die Innenverteidigung heute wieder 100% Zweikampfquote. Man kann vielleicht über den einen oder anderen Kopfball sich ärgern, aber ich meine, jede Grätsche gesessen, jeder 1-gegen-1. In der Luft vielleicht nicht ganz so, wie gesagt, aber ansonsten, die Innenverteidigung ist wieder unser Prunkstück, nachdem es zwei Spieltage jetzt mal nicht so war. Ja, und dann haben wir in der ersten Halbzeit, sind wir verdächtig häufig im Abseits gestanden und wir sind uns nicht sicher, ob es das ein oder andere Mal wirklich Abseits war. Und wenn wir dann nach gefährlichen Ecken von Andy Geipel zum Torschuss gekommen sind und die hundertprozentige Möglichkeit hatten, dann war es, wie es in der Vergangenheit jetzt schon öfters vorgekommen ist, dass wir das Ding selbst klären auf der Linie, statt den Ball durchzulassen, dann kullert er rein. Und dann gab es diese eine kuriose Szene in der ersten Halbzeit. Boah, weiß nicht, auf was du hinaus möchtest. Ja, musste Manuel eventuell einmal eingreifen, spektakulär. Achso, ja, also die erste richtig große Chance von Ghana aus eben war, glaube ich, ein zweiter Ball aus einer Ecke. Er steigt auf dem Langpfosten hoch. Köpf super geil aufs Tor, aber leider direkt auf Mendel. Der kriegt die Arme hoch, muss das Torwart auch erstmal hinbekommen. Ja. Und pflückt ihn dann auf der Linie runter. Und auch das vorwegzunehmen, Mendel heute wieder bis auf ein, zwei Dinger, die er halt schlecht rausgespielt hat mit dem Fuß, aber auf der Linie wieder überragend, dieser Kerl. Aber hat noch nie ein schlechtes Spiel gegen uns gemacht, ja, glaube ich. Ja, aber du hast den Rückpass vergessen. Ach, der Rückpass, der fliegende Mendel, meinst du? Den darfst du erklären jetzt. Ja, also wir haben fast das Jahrhundert-Eigentor gesehen. Also der Erzgebirger spielt den Ball ja zwischen Mittellinie und 16er hoch und weit zu Mendel zurück. Der steht aber weit vorm Tor und er darf nicht mit den Armen hingehen, sonst kriegt er rot und fliegt vom Platz und hechtet dann irgendwie mit dem Kopf. Den Ball mit dem Kopf über die Latte, also das war spektakulär und wenn man jetzt in Anbetracht der 90 Minuten, das wäre der Sieg für Nyan gewesen. Ja, bin ich mir auch sicher, da wenn sie es verbockt hätten, das hätten sie den Schalter nicht umheben können, auch wenn es natürlich gewagt ist, das war die 32. Minute und wir waren in der Chronologie richtig, weil die Ghana-Chance war nämlich davor, also in diesen zwei Minuten hatten wir zweimal die Chance, Großchance aufs Tor und sind dann auch, danach ist nicht mehr so viel passiert. Kurz vor der Halbzeit hat man, glaube ich, nochmal wieder ein paar Standards, wo wir gehofft haben, jetzt gehen wir vielleicht in der 41. Minute mit einem 1-0 in die Halbzeit, aber so groß war die nicht. 0-0 sind wir dann in die Halbzeit gegangen. Dann sind wir ein bisschen schlecht rausgekommen, ein bisschen nervös. Ja, die ja. Auer haben uns 5-6 Minuten hinten reingedrückt. Wir haben versucht, mit der Hacke zu verteidigen im 16er, also vogelwild, haben uns dann aber wieder gefangen. Ja, wir haben uns dann wieder gefangen und sind besser ins Spiel gekommen. Was ich der Mannschaft ankreiden muss, weil wir dann doch sehr gute Möglichkeiten in der Offensive hatten, dass wir immer wieder mal die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen haben. Umschaltspiel war nicht so ideal, ja, heute. Ja, dass auch die Zweikampfstärke uns ein bisschen abgegangen ist, dass die letzte Konsequenz zwischen Ball und Gegner sich hinstellen, haben wir vermissen lassen, sodass die Auer dann in interessanten Situationen für uns eigentlich auf Konter fahren konnten, was wir dann aber zum Glück auch wieder wegverteidigt haben. Stefaniak auf der rechten Seite hat Salah enorme Schwierigkeiten bereitet. Also da haben wir auch immer wieder so zwischen Genie und Wahnsinn dieses Phänomen erleben dürfen, aber dafür lieben wir diesen Salah, dafür haut er dann mal wieder in den Winkel. Und dann sind wir aber, je länger das Spiel ging und je näher die Schlussphase kam,
gefährlicher und gefährlicher geworden, wo Aue ein ums andere Mal Glück hatte, dass der Ball knapp beim Tor vorbeirauscht, dass wir bei einer Standard, Garnaus trifft ihn eigentlich perfekt, aber wird ihn am Tor vorbeisetzen. Breunig läuft durch, kommt aber auch nicht hin. Da waren schon einige Szenen dabei und dann das 1:0, wo wir uns jetzt noch streiten müssen drüber. Genau, dazwischen waren noch aus meiner Sicht so zwei Champions-League-Momente, wie wir auf der rechten Seite wirklich super geil durchkombiniert haben mit Faber. Ich weiß gar nicht, wer dann noch so beteiligt war. Der Hammer. Zwischenzeitlich hatte aber auch sogar Aue noch die beste Chance zum 1:0. Und da muss man dann sagen, Weidinger zur Stelle mit einer unfassbaren, geilen Parade aus dem langen Eck. Ein auch aus einem Eckball entstandenen zweiten Ball, glaube ich, rausgefischt. Ja. Er hat in der ersten Halbzeit zwei, drei Unsicherheiten gehabt, vor allem eben den Ball beim Rausspielen, den Ball wieder einen Gegner in die Füße gespielt. Also selbe Szene wie beim 4-3 ja, gegen Sandhausen, kann genau. man sagen, selbe Seite. Und es hat sich natürlich Aue auch angeschaut, wie wir von hinten aufbauen wollen. Und von Weidinger aus immer auf links gespielt. Und dann haben die ein ums andere Mal die Bälle abgefangen. Na, das war schon, waren schon kritische Szenen dabei. Aber da hat es wieder gut gemacht. Da hat es wieder gut gemacht. Und ja. Dieses Einschießen dann auf den Torhüter für Sachen, die jedem Torhüter schon mal passiert sind. Ich glaube, wir sind uns einig, dass er in den Spielen zuvor, wenn man jetzt mal den Fehler Sandhausen ausklammert, doch ein sehr relativ stabiler Rückhalt war. Besser als erwartet. Das ist wohl wahr. Und jetzt kommen wir wieder ganz weit zurück. 91. Minute. Wir schießen das 1:0. Und ich habe es jetzt nicht rausgefunden, bis jetzt nicht, ob es abseits war oder nicht. Der Live-Ticker hält sich vage. Der Discord hält sich vage. Ich sag, es war kein Abseits, weil Waldi ja da irgendwo aus dem Halbfeld startet. Linienrichter war sich aber relativ sicher, hat sehr früh die Fahne gehoben. Deswegen habe ich auch nicht großartig gejubelt. Aber bitter, wenn es nicht so wäre, weil dann wäre genau dieses Ding, was wir uns gehofft haben, dreckiges Spiel, Sieg in der Nachspielzeit. Ja. Und Waldi hätte es sich auch verdient gehabt, nach seiner Einwechslung einer der besten Männer am Platz. Also da haben wir vielleicht noch Freude in den nächsten Wochen. Da ist Bewegung reingekommen. Also es waren mal alternative Laufwege, sage ich jetzt mal. Hat mir in der Summe gut gefallen. Der Jan war im Drücker. Wir hätten es uns dann fast verbockt, weil wir Aue zwei Ecken schenken. Aue, wie erwartet, mit einem dreckigen Auftritt hier. Vom Trainerteam bis zu den Spielern. Plus einen Unparteiischen, der in der Auslegungssache pro Aue war, was die ein oder andere Szene betrifft. In der ersten Halbzeit war ich nicht so unzufrieden mit ihm wie in der zweiten. In der zweiten ja. war es irgendwas ist in der Kabine vorgefallen, in der Schiedsrichterkabine. Irgendwas ist vorgefallen, definitiv. Und die Schiedsrichter haben sich dann auch noch ihren, Achtung, Ironie, Applaus abgeholt, als sie das Spielfeld verlassen haben. Und ja, aber nichtsdestotrotz, nach zwei Niederlagen jetzt ein Punkt gegen ein schwer zu bespielendes Aue. Hallo, der mit Siemer-Kette in der Defensive gespielt. Wir haben erst einmal verloren in der Rückrunde. Die dachten auch in der Hinrunde, dass sie eigentlich woanders stehen, nämlich weiter oben. Und haben sich jetzt gefangen und die werden noch einige Mannschaften richtig Schwierigkeiten bereiten. Wir haben sie überstanden, haben gut gespielt, hätten sogar gewinnen können. Jetzt kommt Mannheim. Und dann schauen wir mal, vielleicht war es ja wie damals gegen Aue der Startschuss, dass wir wieder eine Serie einfahren. Auf jeden Fall, finde ich, wir haben uns jetzt wieder stabilisiert. Wir hatten ja alle Panik, vor allem nach dem Sandhausen-Spiel, dass das jetzt das Vogelwild so weitergeht, finde ich nicht. Wir haben wieder genau unsere Tugenden auf den Platz gelegt. Die Außen waren ein bisschen zu offen, da kann man vielleicht nochmal mit den Jungs reden, aber vielleicht war das auch die Kontertaktik. Wenn die Innenverteidigung so verteidigt, wie sie heute verteidigt, dann können die Außen auch ein bisschen offensiver stehen. Haben ja auch mit Jonas Bauer zuerst mal, glaube ich, in der Startelf und Faber die offensivste Außenbahn, die man, glaube ich, haben kann in ja, dieser Liga. Ja. Die müssen sich ja auch erstmal eingrooven und dafür hat's ordentlich geklappt, nicht immer perfekt, aber nach diesen zwei bitteren Niederlagen heute so eine Leistung zu bringen, da kann man drauf aufbauen. Und jetzt kommt Mannheim, wie gesagt, es kommt nicht Mannheim, wir fahren nach Mannheim. Es wird ein ordentlicher Auswärtsmob erwartet. Ich hab Bock, die Mannschaft hat, glaube ich, Bock. Und dann kann man was mitnehmen. Und wie du schon sagst, oder wie du im Vorgespräch gesagt hast, alle haben eigentlich für uns gespielt. Wir haben einen Punkt auf Platz 4 aufgeholt. Was will man mehr? Ja, einen Punkt Vorsprung auf Platz 4 geholt. Und ja, der Rest ist zumindest gleich geblieben. 5 Punkte sind es weiterhin.
Und ja, dann hoffen wir jetzt mal auf die nächsten Wochen. War ja heute schon der 27. Spieltag. Es geht langsam in die heiße Phase. Ich bin gespannt. Bis dann. Sie immer wieder Nadelstiche zu setzen, das ist schon erstaunlich. Keine so schlechte Taktik gegen uns, muss man schon ehrlich zugeben. Aber jetzt mal den Ball gewinnen. Und Kruta verlagert das Spiel zum Glück jetzt ganz gut auf die Außenfahrer mit der direkten Flanke. Und jetzt Kopfball! Martin Mennel. Perfekte Reaktion, aber auch zu unplatziert dieser Kopfball. Aber genau so musst du diese Abwehr aushebeln und dann muss der Kopfball ein bisschen platzierter oder schärfer kommen. Ja, ist. Bin ich mal gespannt. Der krassest, gefährlichste Rückpass aller Zeiten. Aber Mennel ist halt leider Mennel und köpft ihn doch übers Tor. Also, das kann man im Radio gar nicht beschreiben. Das müsst ihr in der Zusammenfassung anschauen. Wahnsinn. Ja, es wäre aber fast das Eigentor des Jahrhunderts geworden, des Jahrtausends. Also, wenn da nicht Mennel drin steht, wäre das. Wie hat er den rausgekratzt mit dem Kopf? Das war ja phänomenal von Mennel. Öffnender Pass auf Kruta, linke Seite. Der hat ein bisschen Platz, zieht in die Mitte. Und jetzt zieht er ab aufs lange, aufs kurze Eck. Leider einen Meter drüber, aber gar nicht so schlecht. Er kann's ja. Er hat ja ein feines Füßchen. Hat er schon oft bewiesen. Jetzt bin ich gespannt. Das sind mir die liebsten Bälle, solche Kerzen. Und das scheppert's fast. Weidinger wäre geschlagen gewesen. Aber diese Kerzen sind die gemeinsten. Da traust du dich nicht hin. Hast du nicht gesehen. Riesenchance für Auer übrigens. Er ist ja eigentlich im 1 gegen 1 gegen Weidinger. Wenn wir ihn schon nicht ausspielen können. Jetzt Chipball, schön auf Faber. Wir sind auf der rechten Seite. Schaff ihn ein! Fast das Eigentor, Fuß von Aue dazwischen. Champions League, Mann. Das war Champions League. Schöner Chipball auf Faber. Faber Mitte direkt mit dem Direktpass in die Mitte. Und dann kann ihn ein Auer nur noch übers Tor knallen, weil sonst wäre, glaube ich, Garnhaus einschussbereit hinter ihm gestanden. Wow! So ist es. Aber der Ball war so scharf, den musst du dann auch erstmal machen. Aber wieder eine Geipel-Ecke. Eckenverhältnis 9:8, wenn ich mich nicht täusche, für uns jetzt. 73. Minute, 74. bricht gleich an. Ecke ist gut. Kopfball, Bulic! Mennel hat ihn sicher. Boah, starkes Ding wieder von Mennel. Meine Herren. Der erwischt aber auch keinen schlechten Tag gegen uns. Das hat er noch nie erlebt. Und wir haben noch eine Viertelstunde zu spielen. Und die Ecke ist leider gut. Aue kann frei zum Schuss kommen. Weidinger, klasse. Jetzt wurde gebraucht, aber wir stehen uns selber im Weg. Es kommt nochmal die Flanke hinein. Diesmal ist Garnhaus dazwischen. Weg das Ding. Monsterparade. Das muss man ihm lassen. Super geile Parade. Das Ding aus dem langen Eck gefischt. Alle mal durchschnaufen. Haben wir doch einige Zuhörer heute, freuen wir uns sehr. Geipel, Ecke, die nächste. Jetzt muss doch mal was kommen und die ist riesig getreten. Und Garnhaus setzt ihn an den Pfosten vorbei. Oh Mann, auch ein super geiler Kopfball von Garnhaus. Und von hinten kommt sogar noch Bräunig reingeflogen. Und beide schaffen es nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Es ist wie vernagelt, wie vernagelt.